Greetings, Freund Jurek hier. Resi hat eine sehr schöne Frage gestellt bezüglich des Weinens. Wenn ich mich in die Gefühle fallen lasse, dann fange ich an zu weinen und vor allem sehr lange. Und da kommt dann nochmal das Wort Angst vor allem dabei hoch. Ja, spielt auch eine ganz wichtige Rolle in dem Themenfeld. Rein theoretisch, das ist jetzt wieder so ein Kommentar, rein theoretisch müsste ich darauf jetzt antworten, ja, Resi, das ist cool, das ist gut so. Da bist du genau richtig, wo du bist. Das wird jetzt dir aber nicht weiterhelfen, Resi, weil dann wirst du immer noch diese Angst verspüren. Ich möchte es dir aber trotzdem ein bisschen konzeptionell ein bisschen einfacher machen. Und zwar ist es so, es ist eine Vermutung, ja. Also wissen kann ich es nicht bei dir. Ich nehme es jetzt einfach so, wie es bei den meisten Klienten einfach auftaucht. Ja, nehme ich es jetzt einfach raus. Und zwar ist es so, erstmal, wenn du den Gefühlen zuhörst und dann weinst, ist das schon mal genau richtig. Dieses Weinen möchte ja erstmal rauskommen. Sonst würde es ja nicht hochkommen. Ja, ansonsten, du machst es ja nicht ohne Grund und fängst dann einfach an, ja, ich höre mein Herz zu und dann weine ich, ja. Das ist ja das Spannende, das ist jedes Mal unterschiedlich. Manchmal werden wir wütend, manchmal werden wir ängstlich, ja, Schuldgefühle, was auch immer da hochkommen mag. Und bei dir ist es halt eben gerade, ich weine. Ich fange an zu weinen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und dann weinen wir. Da du diese Trauer jetzt schon dir angeschaut hast und das schon zulässt, was schon ein sehr schöner Schritt ist, ist nicht selbstverständlich, besonders der Männerwelt fällt das sehr, sehr schwierig, da gibt es die meisten Blockaden da drin, und du lässt das zu und öffnest dich für diese Trauer, kommt jetzt schon das nächste Gefühl, und zwar genau wie du es richtig geschrieben hast, die Angst. Nämlich passiert jetzt was total Abgefahrenes. Du weinst und weinst und weinst und du merkst, boah, das hält ja ganz schön lange an. Und jetzt beginnt eine Erwartung, fängt jetzt an. Naja, wenn ich dem Gefühl zuhöre, dann muss doch das Weinen aufhören. Und damit gehen wir nicht mehr bedingungslos an das Gefühl heran. Es kommt also eine Blockade mit hoch, nämlich die Angst. Und die Angst sagt, was ist denn, wenn ich jetzt für immer weine? Ja, das schwingt so ein bisschen in dem Kommentar mit, den du gesagt hast. Jetzt will nämlich die Angst auch gefühlt werden. Die sagt, oh, ich kann doch nicht sein, dass ich jetzt für immer weine. Und jedes Mal, Jurek, wenn ich in die Meditation gehe, dann weine ich, ja, und da bist du genau richtig. Und das hört sich für das Rationale total paradox an, kann ja nicht sein. Also jetzt öffne ich mich schon fürs Weinen und lasse die Trauer zu. Und jetzt kommt noch die Angst und jetzt soll ich die Angst auch noch annehmen, ja. Weil diese beiden Gefühle miteinander zusammenhängen. Es ist ein Konfliktthema scheinbar, wo es zum Beispiel, ja, nehmen wir mal ein praktisches Beispiel, was könnte das sein? Ich habe Angst davor, einen Menschen zu verlassen. Ja, mich trennen von meinem Partner. Da ist ja einmal die Angst da, ja, Angst vor der Trennung und Angst davor, den ganzen Schmerz zu erleben, nämlich dauerhaft zu weinen. Ja, so könnte man das jetzt praktisch formulieren, dieses Konfliktthema. Und welches Konfliktthema das bei dir ist, finde das selber für dich heraus. Aber nur, dass du verstehst, dass dir die Gefühle möchten dich auf etwas hinweisen, etwas, was in deinem Alltag passiert, was immer und immer wieder vorkommt. Und was du jetzt machst, ist zu sagen, und jetzt wird es richtig abgefahren, zu sagen, ja, ich weine für immer. Und ich erlaube mir das. Ich darf jetzt die ganze Meditation durchweinen. Und du wirst dann etwas sehr Spannendes merken, vielleicht, vielleicht auch nicht, wenn du das regelmäßig machst. Und wirst nämlich merken, wie diese Trauer abflacht. Aber solange du daran festhältst und die muss jetzt abflachen, kann ich dir versprechen, wird es nicht funktionieren. Aber desto öfter du reingehst in die Meditation, immer wieder traurig, immer wieder, oh, es ist schon wieder und ich weine schon wieder, dann wirst du merken, du wirst dem Ganzen mehr gewahr und die Angst du kannst die Angst mehr und mehr loslassen, sie kommt mehr und mehr in die Balance und du kannst dir das Thema dahinter anschauen. Anders gesagt, wenn du in die Trauer hineingehst, weißt du ganz genau, dass die aufhört. Das hast du schon oft genug in deinem Leben erlebt. Du weinst ja nicht, stehst ja nicht auf, weinst, gehst dann schlafen, am nächsten Tag stehst du auf, weinst, ja, das passiert ja nicht. Ja, das ist ja nur die Angst, die dir das einreden möchte und sagt, du bist jetzt für immer traurig. Ja, das ist ja nicht der Fall. Deswegen nimm dir die 10 Minuten, mach 10 Minuten, das muss jetzt nicht 4 Stunden, 10 Minuten und ich weine die 10 Minuten jetzt durch. Ja? Und setz dir das wirklich als Ziel, ich darf jetzt die 10 Minuten durchweinen. Das wäre so ein praktischer Tipp, wo ich sage, da könntest du praktisch machen, das andere war eher konzeptionell, theoretisch, damit du verstehst oder damit ich dich vielleicht inspirieren kann, was da in dir passiert und mit dieser Erfahrung, mit dieser Angst und mit diesem Trauergefühl näher das Konfliktthema zu erforschen. Das wäre jetzt dann das nächste Level, dann zu gucken, wo kommt mir Trauer, wo begegnet mir Trauer und Angst gleichzeitig im Alltag. Wo könnte ich Angst vor Trauer haben
ja, oder wo bin ich traurig und dadurch entsteht Angst. Das also für dich zu überprüfen, das ist meine Inspiration für dich, Resi. Vielen Dank für die Frage und ich hoffe, ich konnte auch andere Menschen damit inspirieren. Alles Liebe und eine geistreiche Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.